da habt ihr mich ja beim Putten erwischt. In meiner Freizeit putte ich oft, denn ich bin ein leidenschaftlicher Golfer. Das ist nicht gelogen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt im PC-Bereich eine Golfsimulation präsentieren dürfen, die ihresgleichen sucht. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Maxi Stettenbauer und der andere, Dennis Richterski. Ja, herzlich willkommen. Wir würden ja gerne das Spiel zeigen, allerdings. Ja, gleich. Ja, gleich machen wir es, ne? Weil ich installiere noch. Ja, die. Genau, weil die CD will aus Dennis seinem Rechner nicht raus, ne? Ja, das Ding ist, dass eigentlich bin ich heute Morgen zur Arbeit gekommen, habe CD reingeschmissen, versucht es zu installieren, hat nicht so richtig geklappt, ist bei 53% stehen geblieben. Dann haben wir den nächsten Computer ausgekramt. Bei dir ging es ratzfatz, lief alles. Kein Problem gewesen. Dann habe ich einen zweiten Computer herangezogen, während Maxi gespielt hat, habe das versucht dort zu installieren. Das hat wieder nicht funktioniert. Und jetzt sind wir bei einem dritten Computer. Und jetzt sind wir genau bei der gefährlichen Stelle, da wo er mal abbricht. Jetzt sind wir genau bei 50%. Ich kann das ja mal zeigen. Jetzt genau hier oben steht das. 50% gerade bei M2K4IF1402 MP3. Genau, weil bei 53%, das ist dann der Crisis Core, sag ich mal. Ja, die kritische Masse beginnt da noch viel kritischer zu werden. Genau. Und dann explodiert der Rechner meistens. Ja, deswegen ist das, das wird immer langsamer an der Stelle. Ja, genau, langsamer. Super langsam installen. Kann bis zu einer halben Stunde dauern, bis er jetzt bei 53% ist. Deswegen versuche ich diese CD da rauszunehmen. Was wir eigentlich... Was aber nicht so funktioniert. Was auch nicht mehr so klappt, wie wir es eigentlich dachten. Was schlägst du denn jetzt vor? Soll ich die jetzt echt abbrechen? Ich meine, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um zu 50% zu kommen. Jetzt würde sich entscheiden, ob es nun klappt oder nicht. Dann könnten wir es im Netzwerk nämlich spielen. Genau, das wäre natürlich auch cool. Doof ist, man kann nämlich Tiger Woods nicht im Netzwerk spielen. Also nicht an einem Computer. Nicht abwechselnd. Das so ist ein bisschen blöde. Ja, Netzwerk kein Ding, aber man kann es nicht abwechselnd spielen. Ansonsten, um doch irgendwas Informatives über das Spiel zu verlieren, man hat natürlich hier Tiger Woods. Wer die anderen Tiger Woods damals alle gespielt hat, letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorletztes Jahr. Ach, scheiße, ich bin am falschen Computer. Nein! Hier oben ist noch einer. Das war der zweite, wo wir sind. Ist noch im dritten drin. Der zweite ist aus. Deswegen geht das nicht auf. Ja. Aber da sind zwei CD-Raumlaufwerke drin. Das war total die hohe Chance, dass da jetzt irgendwo die CD hätte drin gewesen sein können. Gleich, okay? Gleich zeigen wir es euch. Seid ihr schon fertig oder was? Oh, das war ja auch wieder ein Qualitätstake, genauso wie wir Qualitätskameramänner haben, die überhaupt nicht schreckhaft sind und bei standhaft bleiben und nicht weglaufen, wie sich das gehört.